Ja, hallo Jörg Fuhrmann, hier ist ein neues Erklärvideo zum Thema Becken oder Beckenboden, Sexualität, Vaginismus, Impotenz und Trauma. Wie das zusammenhängt und was es da möglicherweise für Lösungen gibt, wenn es bei diesen Themen um Trauma geht und nicht um eine medizinische oder organische Ursache. Das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Das sind ja Themen, die von Menschen als sehr, sehr, oder Betroffenen als verständlicherweise als sehr, sehr belastend erlebt werden und die ihnen ja viele Möglichkeiten im Leben rauben für Freude, Zufriedenheit, eine glückliche Partnerschaft und Beziehung. Aber auch, man könnte auch sagen, Männer wie Frauen gleichermaßen die Potenz entzieht, mit der eigenen Kraft und Energie ins Leben hineinzukommen, ja? Gut, also, der Beckenboden, ja, ist jetzt hier so der Fokus. Zuerst einmal geht es jetzt mal so den Überblick um die Beckenknochen. Die Beckenknochen sind ja der Abschnitt unterhalb des Bauches und oberhalb der Beine. Rechts sieht man die Beispiele oben für einen männlichen Beckenknochenbau, unten für einen weiblichen Knochenbau. So, und bei vierfüßigen Säugetieren, ja, liegt der eben zwischen dem Bauch und dem Schwanz. So, das ist so diese Anatomie. Und wir haben also dieses sogenannte Iliosakralgelenk, was eben halt gelenkig ist, aber eben wenig beweglich ist, was diese Bereiche im Grunde miteinander verbindet, also mit der Wirbelsäule verbindet. Und da wird ja auch dran, von Osteopathen, Physiotherapeuten wird damit ja auch gearbeitet. Es gibt eine These zu dieser Verkleinerung des weiblichen Beckens, dass hier schon ein erstes Trauma quasi entsteht. Das wird halt Geburtsdilemma-Hypothese genannt, dass die Evolution es so angelegt hat, dass das weibliche Becken, dass es immer kleiner geworden ist und dass deswegen es dann halt zu Problemen bei der Geburt kommt, zu Deformationen des Kopfes und so weiter und halt auch vermehrt zu Schmerzen kommt und dass hier halt im Grunde evolutionär, ja, wie soll man sagen, so eine Art Fehlprogramm am Laufen ist, was das letztendlich verursacht hat oder nach wie vor verursacht. Ganz wichtig, denke ich, auch ist, dass wir das, was die Tiere, also die Säugetiere haben, nämlich am Steißbeinende eine Rute oder einen Schwanz, dass der ja einfach nicht nur zum Spaß da ist, sondern wirklich als eine Verlängerung dient, der Wirbelsäule und als eine Art energetische Antenne. Bei einem Känguru zum Beispiel, ja, die haben da ziemlich viel Kraft drin, da dient er dann ja auch, um entsprechend zu navigieren. Und bei Hunden zum Beispiel ist es so, dass man daran sehr gut die emotionale Befindlichkeit ablesen kann, wenn die Rute da also kopiert worden ist, wie das dann häufig bei Dobermännern oder so gemacht wurde, dann fehlt dem Hund eigentlich ein ganz wesentliches Signal, um mit anderen Hunden kommunizieren zu können. Das ist im Grunde Tierquälerei, könnte man sagen. Deswegen ist es ja auch mittlerweile, soweit ich weiß, verboten. Ja, unten sieht man halt das menschliche Becken, wo das jetzt fehlt. Wir haben ja nur noch diesen Stummel da, letztendlich. Und das ist ganz interessant, weil diese Rute, im Grunde wird bei Trauma ja oder bei Stress, wenn Hunde Stress haben, sieht man das super gut, oder wenn man mit denen schimpft oder wenn sie Angst haben, dann ziehen die das ein, ne? Ziehen die Rute ein und dann friert das im Grunde ein. Und so ist das ein Stück weit bei uns auch. Also dann das Steißbein, da beginnt also auch im Grunde schon eine Erstarrung und eine Einklemmung. Das wirkt sich dann auch auf den Vagus aus, das geht dann hoch über die Faszien, über die Spinalflüssigkeit in die Wirbelsäule bis zum Stammhirn und zum Zwischenhirn. Und das Zwischenhirn, das limbische System, die Emotionen und so weiter, da findet auch eine Blockierung dann statt. Und ja, das ist im Grunde schon bei jedem sehr scharf formulierten Nein, was man auch ja oft in der Kindheit dann gerade zu hören bekommen hat wahrscheinlich. Und die meisten,
Deswegen hat so diese Pädagogik vielleicht auch unbewusst diese verzweifelte Formel entwickelt, für jedes Nein irgendwie fünfmal loben oder irgendwie so. Nee, umgedreht. Für fünf Nein einmal loben. Ach, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall ist das so schematisch und irgendwie ist es, ja, macht es eher so einen verzweifelten Eindruck, habe ich den Eindruck, ja. Hier rechts auf der Grafik sieht man jetzt sehr schöne schematische Darstellung von dem Bereich, um den es geht. Also man sieht natürlich auch andere Bereiche, jetzt wie den also überhaupt erstmal den dorsalen rückseitigen Bereich, den wir jetzt ja vom dorsalen Vagus her alle kennen, dann den ventralen Bereich und also den vorderen Bereich und dann haben wir eben diese verschiedenen Höhlen des Körpers, könnte man sagen. Das geht eben von der Wirbelsäule von unten hoch bis nach oben zum Großhirn über den Wirbelkanal und der Bereich, worum es jetzt geht, ist eben die Beckenhöhle, die umgeben ist eben von dem Beckengürtel und dieser Beckengürtel, der sorgt eben für den aufrechten Stand, für die aufrechte Haltung, den sicheren Stand, für die gesamte Stabilität im menschlichen Organismus. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn diese Stabilität nicht gewährleistet ist, dann kann der Mensch im Grunde nicht zu sich stehen, ist nicht voll aufgerichtet, ist nicht in seiner vollen Kraft oder in seiner vollen menschlichen Potenz, könnte man auch sagen. So, und also in diesem Beckenbereich, dieser Beckenhöhle, da liegen vor allen Dingen die Reproduktionsorgane, also die weiblichen und aber auch die Harnblase, die Harnröhre, Geschlechtsdrüsen, aber auch Lymphknoten und Nerven und das obere Ende vom Mastdarm ist dort auch eingelagert. Jetzt sieht man das einmal als Zeichnung bei einem weiblichen Körper von unten, quasi durch die Haut. Der Beckenboden ist also ein Bindegewebe, ein muskulöser Boden in dieser Beckenhöhle, die wir gerade hatten. Und er wird in drei Strukturen unterteilt. Also es ist ein hinterer Teil, ein vorderer und die Schwellkörper bzw. die Schwellkörperschicht und die Schließmuskelschicht gehören da auch zu. Und also dieser ganze Bereich des Beckenbodens besitzt also vor allen Dingen drei Hauptfunktionen. Die erste und ja, für uns erstmal auch mit die wichtigste ist das Anspannen. Das heißt, dass wir unsere Kontinenz sichern können, dass wir uns nicht ständig irgendwo ja, defekieren und in die Hose machen. Und ich habe auch schon öfter mit Menschen gearbeitet, schon vor früheren Jahren in Soest schon, wo das zum Beispiel nicht mehr möglich war aufgrund von Operationen. Ja, also das ist manchmal auch beschädigt durch medizinische Eingriffe. Ja, dann ist es eben halt das Entspannen. Ne, das ist natürlich, wenn ich dann zum Klo gehen muss, zum WC, da muss ich mich wieder locker lassen können. Leute, die sehr zwanghaft sind, die können das häufig nicht. Ja, das hat Reich schon auch gesagt. Analer Charakter, anale Fixierung. Die haben häufig dann im Anusbereich sind da total verhärtet, verklemmt und haben dann dort, also können nicht loslassen. Aber auch im Bereich der Sexualität, also sprich, um eine Erektion haben zu können oder um empfangen zu können, braucht man natürlich auch, also sowohl Mann und Frau, eine gewisse Entspannungsfähigkeit. So, und also nicht zu entspannt, ja, aber auf jeden Fall eine Fähigkeit, dieses Rigide loslassen zu können, weil wenn das nicht geht, dann komme ich gleich noch zu, dann klappt alles andere meistens auch nicht. Genau, dann auch noch, also ein reflektorisches Gegenhalten. Das ist so diese Anspannungsreaktion auf eine Druckerhöhung im Bauchraum. Das ist zum Beispiel, wenn wir niesen, husten oder hüpfen und lachen oder uns schwer anstrengen, dass man da nicht sich sofort aus Reflex in die Hose macht, sondern dass man eben den Urin dann anhalten kann. Das ist dafür halt auch notwendig. So, und bei sexueller Erregung oder beim Orgasmus ist es so, dass der Beckenboden eben zwischen Anspannung und Entspannung die ganze Zeit so vibriert und pulsiert. Ja, das ist also diese Funktion. Und
wenn es da jetzt zu Schwächungen kommt in diesem Bereich, ja, dann hat das eben Folgen, die sehr ungünstig sind. Dazu gehört, was ich gerade schon sagte, zum Beispiel eben Inkontinenz, Harndrang oder auch ja, Stuhldrang, den man dann nicht kontrollieren kann, wo das dann auf einmal so kommt. Es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel infolge von einer Vaginalgeburt oder irgendwelcher gynäkologischer Untersuchungen, dass es dadurch dann da auch Probleme gibt. Beziehungsweise kann es bis zu der Gebärmutterabsenkung kommen. Das sind jetzt auch nicht alle Folgen. Ich habe jetzt einfach mal so die wichtigsten rausgesucht. Und es kann eben dann halt zu Impotenz kommen und Vaginismus. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Die Ursachen können eben sein, zum Beispiel auch Übergewicht, dann chronische Überlastungen, schlechte Haltung generell oder halt eben Operation, vor allem im kleinen Beckenbereich, aber auch Medikamente, Nebenwirkungen, ja, und eben Trauma. So, und was ich gerade sagte, Vaginismus, das ist so dieser neuere Begriff. Früher nannte man das Scheidenkrampf. Das ist eine klassische sexuelle Funktionsstörung oder auch eine Schmerzstörung, die eben organisch bedingt sein kann oder eben psychisch bedingt sein kann. Das sind also nicht willentliche, sondern sind unwillkürliche Verspannungen, Verkrampfungen im Beckenbodenbereich und der äußeren Scheidenmuskulatur. Und ja, die Öffnung ist im Grunde infolgedessen verschlossen. Das kann so schmerzhaft sein, dass nicht mal ein Tampon eingeführt werden kann oder ja, eine relativ harmlose Untersuchung beim Gynäkologen, die kann nicht durchgeführt werden, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Und an Geschlechtsverkehr ist in solchen Fällen dann häufig gar nicht zu denken. Auch dann nicht, wenn der Partner über alles geliebt wird und beide das auch wollen. Das ist wirklich sehr, sehr häufig. Ich habe da mit einigen Paaren auch zu gearbeitet. Das ist sehr, sehr schmerzhaft auch dann. Also auch auf einer schmerzhaft auf einer anderen Ebene, emotional und psychisch. Gut. Genau, und es gibt da so verschiedene Klassifizierungen, das sind jetzt auch nicht alle. Also primärer Vaginismus, sagt man, ist schon immer vorhanden, wobei immer, muss ich sagen, ist dann sehr relativ. Meistens wird das ja erst in der Adoleszenz bemerkt. Vorher wird das häufig gar nicht wahrgenommen. Und sekundärer Vaginismus seit einem konkreten Ereignis. Wobei, wenn es jetzt organisch ausgeschlossen werden kann, würde ich beim primären auch das nochmal in Frage stellen. Weil wenn man weiß, dass mittlerweile, also heute sagt man ja so, jede dritte Frau hat irgendwelche ja, Missbrauchserfahrungen, Übergriffserfahrungen gemacht, stelle ich mal einfach die These in den Raum, dass da häufig auch schon etwas, wenn es nicht organisch ist oder medizinisch, was vorgefallen sein wird, was man vielleicht selber nicht mehr bewusst hat oder was dann eben nicht kommuniziert worden ist. Behandlungsansätze sind erstmal so ein klassisches Beckenbodentraining. Aber eben halt auch Traumatherapie, Atemtherapie, Körpertherapie. Ja, Männer sind da etwas, da ist das Phänomen etwas bekannter, sage ich mal. Das ist halt die Impotenz oder erektile Dysfunktion. Das ist eben eine klassische sexuelle Funktionsstörung, bei welcher der Mann eben nicht in der Lage ist, einen erigierten Penis zu bekommen oder seine Potenz entsprechend aufrechtzuerhalten. Das kann natürlich auch sehr viele unterschiedliche organische Ursachen haben, bis hin zum Testosteronmangel, obwohl das nur relativ selten vorkommt. Es können auch Blockaden sein in der Lendenwirbelsäule oder eine Rückenmarksschädigung, Verletzungen, Operationsfolgen, Bluthochdruck und so weiter. Aber eben auch psychische Ursachen. Vor allen Dingen dazu gehören eben also Traumaerfahrungen, aber auch Zwänge, Ängste oder natürlich Stress und Leistungsdruck. Und auch hier wäre Beckenbodentraining sicherlich gut. Embodiment ist mit Sicherheit auch zu empfehlen, wäre gerade bei der Frau auch noch auf der Seite hilfreich. Hier rechts sieht man Priapus-Schrein in der Villa de Mysteri in den Pompeji, die man ja da entdeckt hat. Und da wird gerade ein Schweinsopfer gebracht, um wieder eine Erektion zu bekommen. Das war ja der Sohn des Dionysus und der Aphrodite und galt als ein Fruchtbarkeitsgott.
Inwieweit das geholfen hat, kann ich so nicht sagen. Ja, ja, gut. Als Ursache kann also jedwedes Form von Trauma letztendlich auch sein, weil der Beckenboden ist bei Trauma in der Regel immer irgendwie beteiligt. Alleine durch dieses reflexartige Zusammenziehen, auch bei Autounfällen oder Katastrophen. Ja, es muss nicht unbedingt eine sexuelle Belästigung oder sexueller Übergriff sein. Es kann auch wirklich ein klassischer Unfall sein, der sowas letztendlich auslöst, weil im Körper diese ganze Verkrampfung und Starre, dieser Schock noch voll drin hängt. Ja, es können auch Gewalterfahrungen, Überfälle sein, Mobbing, Demütigungen oder eben alle Arten von Vernachlässigung, Bindungsstörung, Bindungstrauma und so weiter. Eines der ersten Traumen neben einem Geburtstrauma natürlich, also jetzt nicht nur die Mutter, sondern eben auch das Kind, was das Kind erlebt hat, da habe ich ja auch einiges zu gemacht und einen langen Artikel zugeschrieben auf meiner Homepage, ist eben halt nach dem Geburtstrauma natürlich auch das erste Trauma der ja, Abnabelung dann, der zu frühen Abnabelung und dann ja, später eben dann halt die Sauberkeitserziehung, die oftmals viel zu früh erfolgt oder erzwungen wird. Ja, also man sagt halt, eine vollständige Willenskontrolle der Harnblase ist erst ab dem 4. Jahr möglich und ab dem 5. Jahr sind 80% der Kinder auch nachts trocken. Und viele Eltern haben da irgendwie so einen sportlichen Ehrgeiz und wollen das Kind dann so früh wie möglich trocken kriegen und sind dann mit so einem bedrängenden und invasiven oder zwanghaften Verhalten unterwegs. Und das kann durchaus schon auch wirklich sich sehr traumatisch auswirken und ja, einfach wirklich Folgen haben, dass das in dem Becken, dass es dann kontrahiert und der Beckenboden und in dem Sinne keinen Boden mehr bildet und der Mensch letztendlich dann infolgedessen hinterher da längerfristige Probleme hat. Freud war auch der Ansicht, dass eine zu frühe oder rigide Sauberkeitserziehung zu aggressiven Esimpulsen führen kann und Zwangsstörungen verursachen könne. Ja, also wirklich Impulse, die von unten nach oben hochkommen, eben wie Aggressivität und so weiter. Ja, er sagte auch, es ist eines der besten Vorzeichen späterer Absonderlichkeit oder Nervosität, wenn ein Säugling sich hartnäckig weigert, den Darm zu entleeren, wenn er auf den Topf gesetzt wird. Also wenn es dem Pfleger beliebt, sondern die Funktion seinem eigenen Belieben vorbehält. So, als Folge von diesen Traumatisierungen sprechen wir heute immer wieder von dem sogenannten Freeze oder Eingefrorensein. Das ist ja auch die Basis für Dissoziation. Und Traumata führen grundsätzlich zu Blockierungen, Fixierungen im myofaszialen, im kinästhetischen und energetischen Bereich. Die gehaltenen Emotionen werden zu einem Teil der körperlichen, somatischen und physischen Struktur. Das heißt, Körper und Geist sind eins und das haben ja viele Therapieschulen noch nicht verstanden und dann friert das wirklich wie ein. Also bestimmte Teile des Körpers oder ganze Sinneskanäle sind im Grunde wie taub, empfindungslos oder erstarrt, nicht mehr zugänglich, nicht mehr bewusst ansprechbar. Oder es kann auch sein, dass derjenige in diesen Bereichen dann hochsensibel ist oder sensitiv und dann da total überreagiert auf Reize und gar nicht mehr in der Lage ist, das irgendwie zu containen. Gut, die Arbeit daran kann in beide Richtungen gehen. Ja, also dass zum Beispiel physische Blockaden gelöst werden und dann emotionales Material, was dahinter hängt, rauskommt. Das passiert häufig auch bei Gewichtsreduktion, habe ich früher viel gemacht und habe ich früher auch häufig erlebt, wenn dann die Frauen dann abgenommen haben, dann kamen die Themen raus, die dann da im Körper ja, gehalten waren. Deswegen spricht man vielleicht auch von Kummerspeck. Und umgekehrt ermöglicht ein inneres Öffnen das Loslassen wiederum von gehaltenen Spannungen. Also das ist ganz wichtig und dafür brauchen wir auf jeden Fall Achtsamkeit, aber auch eine Skills, um die Energie zu steuern, aber auch den Atem zu steuern, weil der ist dabei häufig auch abgeklemmt. Und ja, vor allen Dingen eine Fähigkeit zum Embodiment, zur Verkörperung wieder, um da eine Lockerung reinzubekommen. Das mache ich vor allen Dingen über den Bereich der Körpertherapie.
Und beim Beckenboden ist das zum Beispiel so, dass diese Arbeit da nicht im Beckenbereich beginnt, sondern an den Füßen. Ja, also das reicht schon völlig aus. Und das ist ganz wichtig, an den Füßen zu beginnen, weil es gibt eine enge Beziehung zwischen den Füßen und dem Becken. Genauso gibt es auch eine Beziehung zwischen Hand und Kopf. Also Berührungen im Gesicht finden ja viele als sehr, sehr intim. Häufiger, also viele Menschen beschreiben das häufig noch als viel intimer als irgendwo im restlichen Körperbereich. Und da kann man ja zum Beispiel auch mit den Händen erstmal arbeiten und Kontakt nehmen. Und ja, also oftmals wird es eben möglich, dabei überhaupt erstmal wieder sensorische Erinnerungen abzurufen oder Wahrnehmungen. Aber auch diese prozeduralen Erinnerungen werden dabei zugänglicher und man bekommt auch möglicherweise einen direkten Zugang auf gespeicherte Informationen, die im Zerebellum gespeichert sind, im Kleinhirn, teilweise auch bis hin zu Phantomschmerzen. Das kennt man von Leuten, die Amputationen aufgrund von Unfällen oder sonst irgendwie Erkrankungen oder sonst was erlebt haben, dass sie auf einmal dann den Arm wieder spüren oder die Hand oder sonst was. Ja. Und ja, bis zu den Basalganglien und der Amygdala. Da ist ja ganz viel Info gehalten und gespeichert und das kriegt man auf einmal wieder greifbar und kann das wieder kognitiv dann auch abrufen. Genau. Ein Weg dabei in dieser Arbeit ist das Soma Embodiment nach Dr. Sonia Gomez. Die ist halt Mastertrainerin für Somatic Experiencing. Bei der bin ich halt in der Ausbildung. Und die hat den Soma-Ansatz entwickelt auf der Basis von der Arbeit von Peter Levine, von Ida Rolf, von Godard. Dabei geht es vor allen Dingen erstmal um die räumliche Wahrnehmung, um die visuelle Orientierung und das Wiederfinden der eigenen Schwerkraft als korrigierende Erfahrung. Weil wir sind nun mal halt verkörperte Wesen und Trauma macht, dass wir diese Wahrnehmung und die Orientierung verlieren und dass wir auch den Kontakt zum Boden verlieren. Wir verlieren im wahrsten Sinne des Wortes unsere Schwerkraft. Ja, also das ist wichtig, dass da wieder eine bewusste körperliche Präsenz entwickelt wird und dass eben traumatische Dysregulation im Gewebe, in den Organen, in den Gelenken, in den Knochen, in den Muskeln und im Nervensystem, dass da eine Korrigierung stattfinden kann. Und das daraus resultierende Embodiment erhöht eben auch das Gewahrsein und das Wahrnehmungsspektrum im gegenwärtigen Moment. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil Menschen mit Trauma-Hintergrund dann halt nicht im gegenwärtigen Moment sind, sondern immer irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs sind. Und es baut Brücken zu den eigenen biologischen Rhythmen und schafft eine neue Basis zur Selbstregulation, könnte man sagen. Also es ist auch sehr selbstermächtigend. Und daraus entsteht letztendlich ein neuer Selbstausdruck und auch, ja, das hat positive Auswirkungen eben auf Gesundheit, auf Selbstvertrauen, auf die ganze Urkraft, auf die Erdung. Aber auch das sexuelle und das ekstatische Potenzial kommt zurück oder wird überhaupt erstmalig zugänglich. Ja, das ist also auch ganz wichtig dabei. Der weitere Ansatz, den ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt habe, also in einem Einzelvideo, könnt ihr nochmal schauen, ist das Tuning Board. Will ich jetzt nur kurz drauf eingehen. Also das wirkt letztendlich von unten nach oben auch. Das ist häufig der nächste Schritt. Also das als zweiter Step, wenn so diese Grunderdung vorhanden ist, dann damit weiterzugehen. Und das öffnet also auch den Raum für mehr Resilienz und löst also auch Blockaden und öffnet gestaute Energieblockaden. Und ja, ist wirklich auch sehr, sehr gut, um eine erhöhte Wahrnehmung zu bekommen und das Spürbewusstsein, den Felt Sense zu erhöhen und einfach mehr Selbstvertrauen und so weiter, ne, das zu erhalten, mehr Flexibilität etc. Und auch ist es hier so, dass die Ausscheidung und Fortpflanzung Sexualorgane eben sachte innerlich massiert werden und in einer stabilen Lage gehalten werden. Das heißt, in dieser Tuning-Board-Arbeit wird gerade explizit auch mit dem Beckenboden im Grunde direkt und indirekt gearbeitet. Was auch in diesen Bereich reingeht, sind die Übungen aus dem TRE. Da habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht. Werde ich im Anhang hier noch also verlinken. Das ermüdet auch diese Haltespannung, Haltemuskulatur und aktiviert im Grunde diese körpereigenen neurogenen Zittermechanismen.
wo der Körper dann angeregt wird, den Stress aus dem Organismus herauszubringen, auf eine eigene Weise. Das reicht aber für also das TRE alleine reicht für die gesamte Arbeit nicht aus, sondern das ist einfach ein Add-on. Also genauso wie die Atemarbeit, das muss alles in einem bestimmten Prozess, in therapeutischen Prozess gestellt werden. Das ist dabei ganz wichtig, mir nochmal das jetzt zu sagen, weil es heilen immer nie die Methoden, sondern immer der Kontakt, die Beziehung, der Prozess, in dem das alles geschehen kann. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Impuls geben zu dieser ganzen Arbeit, zu den Auswirkungen nicht nur auf die Sexualität, sondern auf die Gesundheit allgemein, aber auch auf die Lebenskraft, die Lebenspotenz, die ja dann auch Potenzialentfaltung, die dahinter steckt. Und es betrifft wirklich nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die häufig überhaupt noch das Wort Beckenboden noch nie gehört haben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir da einfach viel Kraft, alles Gute und einen ja, guten, schönen Weg einfach zum vollen Potenzial oder zu deiner inneren oder körperlichen Ganzheit. Schöne Grüße, Jörg Fuhrmann. Tschüss.